Oh, zack! Hallo! Mann, ich nehme so aus mir. Habe ich etwa dein Zimmer geschwemmt? Ja, ich habe mir extra alles zugebaut, zufälligerweise, damit Blinky nicht die ganze Zeit mein Bett frisst. Willst du vielleicht ein kleines Wasserloch haben unter deinem Bett? Nee, danke. Ich möchte gerade kein kleines Pinkeloch. Ich will auch. Nein! Eine Toilette in deinem Zimmer? Wie kommst du hier eigentlich raus? Ach lol, das ist ein Türknopf. Ey. Warte, Blinky ist in der Küche. Blinky hat deine Mango gegessen. Nein, Blinky. Finger weg. Blinky. Finger weg von der Mango, Blinky. Blinky. Nein, Blinky, nicht die Kekse. Nein. Blinky. Hier, ich habe auch noch Heu. Willst du das nehmen? Möchtest du tauschen? Stell den Teller wieder hin. Stell den Teller wieder hin, Blinky. Bitte. Ich habe die schöne Mango. Danke. Ja. Ja. Okay. Gut. Blinky, bitte. Hör auf, unsere Betten zu essen. Aber Blinky ist hungrig. Ich hör schon wieder den Teller. Nein! Das gibt's doch nicht! Ja, das ist dein Problem. Ich geh mal zu meinem Haus. Ja, hast du dein Bett auch eingelagert? Ah, stimmt, da hast du die Sachen eingelagert, ne? Fürs nächste Mal. Fürs nächste rüberbauen, genau. Yeah! Was wollen wir auf die nächste Insel kommen? Wie viele Blöcke? Warte, nimmst du schon? Hast du alles eingepackt? Nein, ich nehm nichts. Ich habe auch nichts genommen. Blinky? Was? Hat Blinky gerade die ganzen Blöcke genommen? Nein, Blinky hat die Blöcke genommen. Blinky, spuck die Blöcke wieder aus. Die kannst du nicht essen. Blinky! Blinky ist Holzblöcke, Ronja. Oh, das wird aber zu einem sehr, sehr festen Stuhlgang führen. Blinky, du kannst keine Holzblöcke. Böse Kuh. Du böse Kuh. Oh nein, was machen wir jetzt? Wie kommen wir denn zur nächsten Insel? Ich weiß es nicht. Irgendwie wirkt oh, hier ist eine Mango. Oder? Wir können uns mit Mangos rüberbauen. Ich weiß nicht. Weißt du nicht, ob das funktioniert? Nee. Oder mit Kisten. Wir haben noch viele Kisten gefunden. Wollen wir Kisten? Oh ja, bau die mal ab. Wir brauchen jeden Block, den wir haben können. Wenn Blinky jetzt einfach alles wegfrisst. Was ist denn, Blinky? Sollen wir mitkommen? Wo sollen wir hingehen? Ich weiß es nicht. Es wirkt weiß so. Ich nicht. Wir gehen mal schauen. Hier rauf, oder? Hier hoch? Oh, da sind leckere Blumen. Ich meine Oliven. Oliven? Oh, ja. Hier wachsen Oliven am Baum. Als ob. Okay, wohin jetzt? Zum Jägerfossen? Wusstest du, dass Olivenbäume 1000 Jahre alt werden können? Nee, das wusste ich nicht. Oh, können sie. Da lernt man was Neues. Olivenbaumwissen mit Easy. Ich hoffe, das stimmt auch und ich erzähle keinen Müll. Ist der Jäger nicht? Wo will Blinky hin? Wollen wir nach ganz oben, oder? Ich weiß nicht, vielleicht höher. Nee, ich glaube, Blinky bleibt hier stehen. Die hüpft hier. Was ist denn hier, der Baum? Vielleicht im Wetterballon? Guck du mal zu diesem Jäger-Ding. Ich guck mal hier oben. Ja, Easy, da liegt wieder ein Tagebuch. Hatten wir nicht das Tagebuch mitgenommen? Hast du das Tagebuch nicht bei dir in der Kiste? Ja, habe ich. Warum liegt da ein Tagebuch? Bei der Gegend? Hast du das da hingelegt? Vielleicht Blinky. Vielleicht hat Blinky uns das hingelegt. Okay, warte. Diesmal. Okay, pass auf. Tagebuch. Okay, das ist alles, was wir kennen. Tag 5, die Zebras müssen noch eine Weile warten und so weiter und so fort. Tag 6, ich habe mein Betäubungsgewehr bekommen. Warte, Tag 12. Das ist neu. Irgendjemand hat mein Tagebuch geklaut. Zum Glück habe ich eine Kopie von allem. Die letzten Tage waren ereignislos, alle Inseln waren leer. Tag 13. Habe mein Zelt auf der nächsten Insel aufgeschlagen. Die roten Pandas sind noch nicht verschwunden und machen sich sicher hervorragend in meiner Sammlung. Nein. Das war's. Warte, willst du es mal lesen? Ich leg's wieder hier hin, vielleicht, damit er es nicht immer merkt. Stimmt. Was, der war auf unserer Insel, der Typ? Ja, der muss ja hier gewesen sein. Sag mal, hat der nicht gecheckt, dass wir hier Häuser bauen? Alter, der hat hier ein Fernglas nicht gesehen. Aber ich glaube, das ist hinter den Bäumen. Zum Glück blühen die. Oh ja. Konnte er von hier oben nicht sehen. Ach, heftig. Ja, aber wahrscheinlich denkt er auch, hier sind keine Tiere mehr. Der weiß ja nicht, dass es Blinky hier gibt. Aber das heißt, er versucht jetzt, einen roten Panda zu jagen. Aber wo ist die Panda-Insel? Okay, irgendwo muss hier ein Zelt sein. Ein Zelt? Er hat doch gesagt, er hat ein Zelt aufgeschlagen. Wir waren viel in der Richtung unterwegs. Wollen wir da nochmal schauen oder wollen wir zu der anderen Richtung? Das hier schon, oder? Ich weiß nicht, ja. Wir gehen mal rum. Wir können ja alle Inseln ablaufen und gucken, ob wir irgendwo ein Zelt sehen. Okay, warte mal, hier. Autsch. Wasser, MLG! Oh mein Gott, ich bin fast so. Wasser, MLG! Nee, bitte nicht! Wasser, MLG! Easy! Ein Block! Yeah! Nein. Oh nein, hab's geschafft. Wunderbar. Was für ein Meisterwerk. Hast du eigentlich Hunger? Ich habe noch eine Mango. Hast du? Ich esse die mal. Okay. Wir fangen dann an, uns rüber zu bauen. Okay. Wir haben aber keine Blöcke. Ja. Mann, das ist doch die Insel mit dem Zelt. Guck mal, da ist ein Zelt. Siehst du das? Nein!
Da oben? Wir müssen echt in die Richtung. Das ach, als ob. Das sollte eigentlich nur ein Witz sein. Ja, nee, das ist aber richtig. Wir brauchen Blöcke. Okay, wo kriegen wir Blöcke? Ja, Blinky, also spuck die Blöcke wieder aus! Wir haben Blöcke einfach mitgenommen. Meinst du, Blinky gibt uns sie zurück, wenn wir nicht fragen? Wir haben jetzt ja den Jägerposten gesehen. Da ist noch eine Kiste. Vielleicht sind da Blöcke drin. Oh, hier ist eine Kiste? Oh, nee, die ist leer. Die ist leer. Leer. Hier muss doch irgendwo eine Kiste sein. Da, da ist irgendwas? Hast du was gefunden? Warte, oh, hinten ist noch eine Kiste. Insel. Wow. Easy, ich bin Entdecker auch. Aha. Hier ist eine Kiste und da sind Blöcke drin. Echt? Ja, komm mal runter. Ach, da unten. Hier. Hä, ja. Als ob. Die war ja richtig gut getarnt. Die ist getarnt als Holzstamm. Nein, das gibt's ja gar nicht. Okay. Das hier ist diese Dings. Hast du die Hälfte? Ja, ich habe die Hälfte. Warte, ich nehme noch die Zäune mit. Dann können wir die nachher ausbauen. Okay. Du nimmst. Nein, ich nehme die Hälfte und dann nehme ich noch die zweite Hälfte. Ach so, ja, warte, ich gebe dir die zweite Hälfte. Hier. Nimm sie. Nur weil du nicht bauen willst. Ich kann nicht bauen, nimm sie. Warte, oh, ich muss hier rüber. Ach, das ist auch noch ein Jump'n'Run. Ja, super. Supertastisch. Du musst hoch. Nö, muss doch, ich nicht. Musst du wohl. Oh, ich muss wirklich hoch. Warum würde ich dich anlügen? Hm? Weiß ich nicht. Ja, siehst du mal. Du bist so schnell im Bauen. Wie ist das möglich? Übung. Übung? Ja, ich habe ein Tutorial abgeschlossen. Ich habe ein Wärst Zertifikat du mal so gut als Baumeister. Im möchtest du Luftballon fliegen wie im Bau? Mir Blöcke geben. Ja, ich möchte keine Blöcke. Sehr gerne Blöcke geben. Bitte wirf sie nicht runter. Na, oh. Hab ich sie runtergemacht? Nein, hast du nicht. Ich habe aber Hunger, ich brauche was zu essen! Ich habe gut im Heißluftballon fliegen. Ja, Heißluftballon fliegen ist. Ja, Heißluftballon fliegen ist nicht so deins, ne? Nicht so meine Stärke. Sind wir oben? Ja, fast, ne? Fast, ja. Ja, ist ja, Stimme, ja, wunderbar. Oh, wir sollten vielleicht für den Fall, dass der Jäger hier schon ist, ein bisschen vorsichtig sein, oder? Nicht, dass hier irgendwas ist, wenn wir einfach in sein Zelt. Sneaken wir uns hin. Du sneakst nicht, du rutschst aufs Tempo. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr? Nö. Nein. Das ist nicht wahr. Okay. Das ist nicht wahr. Hier ist ein Zelt. Hier ist, oh, warte, der Baum ist aber komisch. Aber. Oh Mann, ich brauche hier ist die ganze Zeit. Immer suchen. Was? Aber, das ist die ganze Zeit. Yeah. Hier, oh Gott, ich habe mich gerade so erschreckt. Das ist nur eine Rüstung, oder? Oh Gott, ich dachte. Ja, nur eine Rüstung. Ich dachte gerade, da steht jemand, Tisi. Oh, nein, da ist jemand! Ah! Nein! Oh, ich bin so froh, dass du das nicht vor mir gefunden hast. Ich hätte einen halben Herzinfarkt. Vanya, die Rune! Warte, da ist eine Rune? Yes, da ist jemand eine Rune! Oh mein Gott! Das ist. Wie nice! Oh. Hast du das gerade gehört? Das hätte gerade einen Schritt gehört. Schritt? Ne, Schritte. Oh ja, da war irgendwas. Da ist irgendwas. Mal. Versteck dich lieber? Ja. Hä? Oh mein Gott, das war ein Schuss, oder? War das ein Schuss? Ja, natürlich war das ein Schuss. Was soll das sonst gewesen sein? Ja, keine Ahnung, sein, dass irgendwas geplatzt ist. Warte, wir müssen den Panda finden, oder? Oh ja, mein Gott. Komm, wir müssen okay, den Panda finden. Panda, Panda, Panda. Okay, ja, ich glaube, wir können hier auch nicht wirklich Rücksicht nehmen. Da ist einer! Ja, komm, schnell. Komm, wir müssen Panda, ihn schnell locken. Panda, magst du Goldäpfel? Her. Magst du Kirschen? Hier, Goldäpfel. Hier, komm her. Spur, mach ihm eine Spur. Komm, hier, komm. Warte, ich habe noch, was habe ich? Beeren? Ja, der Jäger darf ihn nicht sehen. Komm, was, wenn der Jäger ihn sieht? Panda, komm schnell mit. Komm mit. Sonst erschießt der Jäger dich. Ja, komm, schnell. Hol dir die Äpfel und die Kirschen. Ich habe, ja, kommt. Ihn mitnehmen mit. Irgendwie. Komm, lauf. Oh, der ist so süß, der ist so klein. Zack, okay, warte, Apfel. Hier ist das Jägerding. Okay, Panda, du musst hier einmal mitkommen. Über die Treppe. Warte, ich habe die Rune, Okay, und jetzt einmal hier runter. Jetzt habe ich eine Menge Äpfel gefarmt von unserem Goldapfelbaum. Zum Glück. Deine Spur, die du da gelegt hast. Ja, oh mein Gott. Panda-Spur, ja. Panda-Spur, ja, jeder weiß, Pandas essen eigentlich nur Goldäpfel auch. Noch den einen, okay. Okay, Panda, komm schon mal mit, wir gehen schon mal weiter zurück zur Insel. Warte, hier geht's. Wo ist der Weg? Wo haben wir denn den Weg gebaut? Ich finde den nicht mehr. Das ist so typisch für dich. Wo ist denn der Pferdemädchen? Ich stehe schon auf dem Weg, der komm Panda her. Panda folgt mir. Ach man, Panda, sei nicht so doof und voll geronnen. Ja, der Weg ist hier. Schnell zurück, sonst entdeckt er uns noch. Ich glaube, der hat uns gesehen. Ich glaube, der hat uns auch gehört, wir waren nicht gerade leise. Oh nein, dann weiß er jetzt, dass wir da sind. Ich meine, der vermutet ja eh schon was, schätze ich mal. Einfach, weil wir sein Tagebuch... Dann müssen wir jetzt schnell den Panda retten. Jetzt komm, wir müssen den sicheren Hafen bringen. Ansonsten ist Ripple. Ansonsten ist nicht so gut. Nope. Ja, ich sag, im sicheren Hafen sind wir... Ich glaube, der Jäger weiß nichts davon. Andererseits... Glaub ich glaube, der kann da auch nicht hinkommen. Ja, glaube ich auch nicht. Warte, hier geht's hoch und dann... Okay, Panda, komm schnell mit! Okay, ab auf die sichere Insel. Nein, ich nehme ihn mit. Du nimmst ihn mit?
Ja, er ist da, siehst du? Mein Gott. Ich habe ihn eingesteckt. Jetzt bist du in Sicherheit, Panda. Hier kann dir nichts mehr passieren. Die Rune hast du die mitgenommen? Haben wir die? Ja, ja, die haben wir. Oh Gott. Alles gut. Alles klar. Ich okay, dann komm mit. Wir zeigen dir dein neues Zuhause. Okay, was wo wollen wir ihn wohnen lassen? Wollen wir mal die anderen Tiere? Warte, hier waren. Der Gorilla sitzt immer noch auf dem Baum. Jedes Mal, wenn wir da sind, der liebt den Baum. Der du meinst Banane? Mit... Der Banane, genau. Banane. Banane. Banane chillt auf dem Baum. Wie wär's hier mit? Guck mal. In der Mitte. In der Mitte? Ja. Wo bist du? Das ist doch so eine Area, wo Pandas eigentlich leben, oder? Seit wann leben da Pandas? Das ist Schnee. Das ist Schnee und Wasser. Der war auf der Dschungel. Ich glaube, die leben auf so Bambuswäldern. Hä? Nein, die leben am Nordpol. Was laberst du? Ich habe Panda lebt am Nordpol. Ja, der da. Panda, gefällt dir der Nordpol? Willst du am Nordpol leben? Das war ein Nein. Das war ein Nein, wenn ich jemals ein Nein gesehen habe, Easy. Der will nicht am Nordpol leben. Du kannst nicht, der redet doch nicht mal. Wie willst du den verstehen? Vielleicht findet er es ja toll hier. Komm, Panda, zieh hier ein. Tür aufmachen, ob er vielleicht zum Nordpol will. Kann ja sein. Ja. Jo, gefällt dir das? Möchtest du hier wohnen? Guck mich nur so an. Ja, daneben bricht. Guck mal, der geht. Gott. Okay, warte mal. Hier sind der irgendwo wohnt unser jetzt Einhorn. Eben jemand das, oh ja, hier sind das Pegasus und das Einhorn. Ja, aber der Panda kann doch nicht beim Pegasus und beim Einhorn wohnen. Nein, kann er auch nicht. Wie war es beim Eichhörnchen? Bei der Kuppel vielleicht? Ja, beim Eichhörnchen. Ja, beim Eichhörnchen, da passt er auch hin. Ja, hey, ja, da ist sogar Bambus. Hey, das ist voll gut. Hey, stimmt. Panda, komm ja, perfekt. Mit. Und, warte, hast du. Hier wohnt sogar schon ein anderer Panda-Bär. Oh, cool. Nee. Alles klar, dann rein mit dir. Hier kannst du leben. Ist dein neues Zuhause? Ja, hier ist irgendwo noch ein Eichhörnchen, wenn das hier ist. Also, ich habe das Gefühl, das ist überall. Hat es eigentlich einen Namen? Haben wir dem Eichhörnchen einen Namen gegeben? Nö, ich glaube, es braucht keinen Namen. Es braucht keinen Namen? Nö. Panda, so, zack. Panda. Oh, ich hab so Hunger. Achso, du brauchst einen Apfel hier, bitteschön. Oh, ja, ja, ich hab. Stimmt, du hast hier. Oh mein Gott, dankeschön. Ich hab doch eine Menge Äpfel hier dabei. Und außerdem, Ronja, hast du hier Beeren, bitteschön. Also, wenn du Hunger hast, dann isst ein paar Beeren. Nicht die Büsche kaputt machen, Ronja! Ich esse nie wieder was. Okay. Mach nicht den schönen Zoo kaputt. Ich mach den Zoo nicht kaputt. Bin mir sicher, jemand hat den hier mit Liebe und Mühe voll gebaut, ja? Da bin ich mir auch sicher. Diese Person würdest du hardcore beleidigen, wenn ich was kaputt mache. Ich bin sehr leid für diese Person, wenn ich sie verletzt und beleidigt habe. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich das für diese Person anfühlen muss, aber im Namen für die Person entschuldige ich mich einfach mal bei dir. Okay, danke. Es tut mir leid. Jetzt setzt die Rune ein. Panda-Rune. Nice. Okay, nee, das war's für diese Folge. Wir haben den Panda erfolgreich gerettet, würde ich sagen. Ich würde sagen, top secret Rettungsmission. Wir müssen mal gucken, was wir mit dem Jäger machen. Ich glaube, das ist langsam ein bisschen kritisch. Nächste Folge. Ja, das stimmt. Vielleicht machen wir eine Trophäe aus ihm und stopfen ihn aus. Da kommt dann hier in so ein kleines Käfiggehäuse auf den Zoo. Ja. Ja, nee. Okay, nee, aber wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Abonniert meinen Kanal und schaut unbedingt bei der Easy vorbei. Yeah, yeah, yeah! Und da kommt nämlich auch die nächste Folge, und zwar morgen. Denn ich lade die hier am Samstag hoch und deine kommt am Sonntag, richtig? Ja, ich habe letzte Woche ein bisschen verhauen, es tut mir leid. aber die gute Nachricht ist, dafür habt ihr jetzt diese Folge, diese Woche, zwei Folgen hintereinander. Zwei Folgen bei mir, Leute. Und eine Folge direkt danach bei der Easy wieder. Also, ich meine, im Endeffekt... nett positiv. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.